Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg heute gegen Berlin. Und ja, wir sind noch nicht richtig in der Champions League. Ein Punkt fehlt uns noch, dann sind wir rechnerisch auch safe drinne. Und ja. Ja, warte mal, was stand denn gerade bei der Werbung? Da wurde gesagt, wir sind in der Champions League, ne? Was steht da? Das steht, dass wir. Ja, wir brauchen noch einen Punkt. Unentschieden würde auch reichen gegen Berlin. Die sind Siebter. Ist also ein Spitzenspiel. Wir spielen heim. Ich habe jetzt, das ist meine Startformation. Abwehr habe ich wieder ein bisschen umgestellt. Ja. Es sollen ja auch alle gewisse Spielzeit bekommen, deswegen ist Rekik jetzt wieder mit dabei. Rechts spielt Höver, links spielt Netz. Embabu bleibt auch dieses Mal wieder draußen. Ja, Schlager kommt natürlich wieder rein. Und dann stimmt man bitte ab, Spieler der Saison. Also mir fallen eigentlich nur zwei Spieler ein. Natürlich wird er heute einer der Entweder interessantesten genau Spieler sein, Bordus denn in den oder letzten drei Spielen konnte Schlager. er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Also Gleich schreibt es gerne kann's mal in die losgehen, Kommentare, wer live für euch bei Spieler EA der Saison bei Sports. uns war. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Und ja, An den Mikrofonen melden sich würde mich heute natürlich interessieren. Also für mich kommen eigentlich nur zwei Spieler in Frage, Bordus oder Savas Schlager. Ich tendiere aber Wir sind also zu Gast in der Liga, zu spannende Partie, zwei Schlager. Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer hat viel Spaß bei dieser heutigen Partie. So, gehen wir es an. Das war der Anstoß, der VfL Wolfsburg hat dieses Spiel eröffnet. Ein Punkt fehlt uns noch. Dann sind wir in der Champions League. Was ist das jetzt hier schon wieder? Ja, Höver rettet da nochmal. Rekik. Luka Metz. So, Bordus versucht da Ah, sie verlieren den Ball. De La Viga ins Spiel zu bringen. Klappt aber nicht. Heute winkt am Ende der Einzug in die UEFA Champions League. Und Oh, das gut ist gespielt natürlich von Bordus, Schlager. Macht's selber 1-0. Wieder mal ein frühes Tor. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Schlager, Tat, 13. schnell Saisontor. und im Abschluss auch noch effizienter. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da haben Sie jetzt den Ball. Alter, wie Schlager bitte abgeht. Enorm wichtiger Ballgewinn. Viel So, jetzt vorwärtsgegangen. Da Akanseo ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. kann sich da den Ball behaupten. So, Sessegnon. Jetzt muss da mal einer mitlaufen. So wie jetzt, De La Viga. Wolfsburg kommt über den Flügel. So, die Chance jetzt. Und Das 2-0. Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Boah, du's macht's. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist es klasse gemacht. Oh, gut. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus 21. Distanz Saisontor für lässt er den Keeper Boadus. keine Chance. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Also unsere Heimspiele scheinen wir echt problemlos zu gewinnen. Da sind wir irgendwie teilweise unschlagbar. Matthäus Aber Cunha. auswärts läuft es halt nicht ganz so gut. Höver. Rekik. Saliba. Saliba. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn, denn er ist ja sozusagen auf dem Ah, Abstiegsrang. Schlager. Er hört am Saisonende auf. Der Club hätte es gerne noch ausgezögert, aber so sieht's aus. Das De Ende La ist Viga. nah. Ah, Wolf, und den werden Sie ja noch vermissen. Den werden wir hier oben natürlich auch vermissen. Ein ganz wichtiger Spieler, ein brillanter Spieler. Aber irgendwann Oh, ist Tonali, überragend. das gibt Einwurf.
Guter Pass. So, Höver, da muss er jetzt hin. Kann er was draus machen? So, Luka Netz kommt dann nicht, kann sich dann nicht im Kopfball durchsetzen. Glück gehabt, dass er nicht reingegangen ist. Es ist ja völlig klar, was heute ihr Ziel ist in dieser Partie. Sie wollen in die UEFA Champions League. Richtig, das wäre so wichtig. Oh, gutes Zuspiel da. Klasse Flanke. Das ist der Treffer. Überragend, Cécile Dion mit Bordeaux 3-0. Hattrick von Bordeaux. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann hat er wirklich nicht viel Platz. 3-0. Den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Der Blick auf die Tabelle dürfte Ihnen derzeit Freude bereiten. So. Sie sind oben gut mit dabei. Eine gute Saison, die sie bisher spielen. Da ist dieses Jahr richtig was drin. Hartnali. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Er holt sich vorne den Ball. Akansau. Jetzt muss Rekik raus. Das meine ich. Genau so eine Situation meinte ich. Er wählt Rekik aus, obwohl Akansau die bessere Option wäre. Und ja, so kommt es denn zu dieser enormen Lücke eben gerade. Ihr habt selber gesehen. Wieder durchgesteckt auf De La Viga. Der muss jetzt aber kurz ein bisschen Pause machen. Und Cécile Dion mit dem Abschluss. Und damit sind sie am Ball. Ward-Prowse. Schlager. Macht da Druck. Aber Berlin steht da, spielt das relativ gut raus. Ademeyer. Rodriguez. Und er pfeift. Ja, abseits. So, Saliba. Jo, 3-0 zur Halbzeit. Das heißt, wir können jetzt schön durchwechseln. Almada zum Beispiel reinbringen. Bordeaux bekommt auch, geht auch raus, definitiv. Ja, 85 hat er. Yacharin hat 89. Dann bringen wir doch Yacharin rein. Ja, Mbolo kommt rein. Hä? Und wen noch? Florentino für Tonali. Wir haben schon alle Wechsel. Ach so, ja, verstehe, okay. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Hertha mit dem Anstoß. So, Berlin muss kommen, wenn hier noch was bisschen Spannung auftauchen soll. Ademeyer. Wir können uns eigentlich Rodriguez bisschen zurückziehen. Klasse Pass. Da ist er da. Ja, Reke, gute. Ja, das war ein guter Pass. Guter Vorstoß, kann was werden. Mbolo mit dem 4-0. Und das Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Genau. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der sechste Tat. Saisontor auch für Mbolo und die Vorbereitung von Auer. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ja, und Berlin heute ganz, ganz schwach. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. So, Cécile Dion, Rekik. Der gegen seinen Ex-Club jetzt spielt. Houssem Aouar. Oh, Mbolo. Mbolo. Da hat er die Chance. Und Cécile Dion versucht da abgefälscht. Konter. Kontersituation. Steht die nächste Bundesliga-Partie an für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Da sind wir natürlich live für Sie vor Ort. Oh, Luka Netz gut, aber reicht nicht. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Akansau abseits.
Assistent geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Saliba. Und jetzt wollen sie wechseln. Auf Netz, der auf Rekik. Das große Ziel, der Einzug in die UEFA Champions League. Es rückt immer näher. Und der Blick geht natürlich immer wieder zur Uhr. Wie lange muss noch gezittert werden? Aber im Moment sieht es ja gut aus. Ah, sie verlieren den Ball. Ah, Vorsicht. Anspiel kommt gut. Ah, gutes Zuspiel da. Na, Höber macht das aber okay. Höber macht das gut auf der rechten Seite. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Die Nummer 23. What Bros mit der Ecke. Richtig gut vom Tor. Ah, Carsten hat ihn. Ja, ich verschade. Und da wird uns der nächste Gegner, der Hertha, eingeblendet. Ja, es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Bundesligaspiel. Das dürfte eine enge Kiste sein. Oh, gut gespielt. Und das ist das 5-0. Sessegnon trifft. Aber es war auch gut gespielt mit Embolo zusammen. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte. Das ist Sessions Jungs zweites Saisontor. 5-0. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Angier. Santiago Ascasiba. Matheus Cunha. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh, 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 oh. Ich möchte gerne zu Null spielen, Leute. Über. Oh, überragende Grätsche. Diese Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Das frühe Stören jetzt. 5-0 steht hier also kurz vor dem Ende. Klare Sache. Wir schauen mal, mit wem sie es demnächst dann zu tun bekommen. Der kommende Gegner der Wolfsburger heißt SC Freiburg. Und da müssen sie so spielen wie heute. Dann haben sie alle Chancen. Angier. Da ist er klasse. Oh, Carsten hält ihn. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ich muss sagen, Carsten ist für mich im Moment besser drauf als Van der Hoedt oder Van der Roth. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich verscharre. Sehr charmant. Eine Minute gibt's oben drauf. Ah, wieso pfeift er denn ab? 5-0 am Ende. Mal wieder ein 5-0. Ja, dann bitte weiter. Gut. Vielen Pressekonferenz. Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, boah, das darf jetzt auch mal gelobt werden. Vielen Dank für diese. So, jetzt geht's aber wieder auswärts ran. Und da haben wir auf jeden Fall eine Schwäche. Monatsbericht Jugendmannschaft, da gucke ich mal später rein. Jetzt geht's erstmal ins nächste Spiel. So, alle simulieren, ja. Gegen Freiburg, stimmt. Gut.
Dann machen wir einmal schnell die Aufstellung. Jetzt können wir ja ein bisschen gechillter spielen. Das bedeutet, ich will noch einmal kurz auf die Torjägerliste gucken. Ja, Lewandowski ist mit... Ja, nein. Vielleicht sollten wir trotzdem noch mal Boadu spielen lassen. Ja, okay. Und dann wird jetzt hier... Ethan Ampadu kommen und... Ja. Hilva wird spielen. Ja, Florentino. Hier kommt dann auf jeden Fall Almada, das habe ich ja gesagt. Und rechts spielt denn Lannes. Ja, wieso nicht? So, Auswechslung. Florentino Asankau, ja. Wir können es vielleicht auch so machen. Linkes Mittelfeld. Und dann lassen wir Boadus oder Embolo spielen. Ja, machen wir das so. Gut, gehen wir so in die nächste Partie. Vorher nochmal Nachrichten einmal checken. Genau, Almada. Vor uns liegen wichtige Spiele. Er wird dadurch glücklicher. Also. Freiburg ist Elfter. Wir spielen auswärts. Da haben wir eine kleine Schwäche, haben wir festgestellt. Gegen Schalke verloren. Davor konnten wir das Spiel vor Leipzig auch nicht gewinnen. Aber auch auswärts. Gegen Leipzig haben wir, glaube ich, in Wolfsburg gewonnen. Auf geht's. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. So, ja, wir können eigentlich befreit aufspielen. Freiburg ist, glaube ich, die Saison auch durch. Die werden nicht mehr absteigen, aber auch nicht mehr irgendwie oben angreifen. Vielleicht geht es am Ende noch ums Geld durch die Tabellen. Platzierung, da gibt es ja pro Platz vielleicht eine Million mehr oder so am Ende. Für Freiburg natürlich wichtig, denn da zählt natürlich jeder Cent. Arbeit, aufpassen, Freiburg. Der geht vorbei. So, Carsten. Ich bin Ampadu, Höver, Akanzau, Florentino. Der Ball kommt immer an. Auf Embolo. Ja, Embolo ist nicht ganz, nicht ganz so schnell wie Boadus. Oh, Ethan Ampadu macht das gut. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Klar, den Erfolg haben sie gefeiert. Den Quali-Platz kann ihnen keiner mehr nehmen. Aber die wissen natürlich, auch das Spiel hier ist wichtig. Und die werden nochmal Vollgas geben. Ja, das denke ich auch. Kevin Babu. Embabu. Jari Verscharen. Embolo. Spielt auf. Ja, schade. Ball kam nicht durch. Vielleicht auch ein bisschen zu durchsichtig da. Oh, Ethan Ampadu rückt richtig gut raus im Moment. Also, der gefällt mir. Ja, Vorteil. Ampadu macht hier jetzt schon ein gutes Spiel. Kommt früh raus, antizipiert gut. So, Florentino. Ah, der muss durch, der Ball. Der muss durch. So, jetzt Rehkick. So, Ballbesitz jetzt. Akanzau, was macht er? Könnte Brekalo schicken. Macht er guter Pass. Brekalo, Embolo steht da. 0-0.
Machen wir mal einen kurzen Pfosten. Auf Embolo. Ah, geht vorbei. Ah, was ist das denn? Ah, gut, dass ich da Carsten rausgeholt habe, aber das war auch instinktiv, weil ich dachte, dass der Abwehrspieler nicht mehr den Ball bekommt. Und damit dann, Ja, die verschade. Der Ballverlust. Frei vom Tor, ja. Guter Pass jetzt. So, das ist schon wieder diese Situation. Ich wollte eigentlich Florentino nehmen. Und jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder eben gerade. Habt ihr gesehen? Ich musste den Innenverteidiger wieder nehmen und dadurch dieser freie Raum. Ja, das muss EA unbedingt in den Griff bekommen. Diese Spielerauswahl. Aber das ist auch keiner von den großen YouTubern anprangert. Verstehe ich nicht. Die Ecke kommt rein. So, Almada müsste da helfen. Jetzt war Freiburg mit Druck. Aber kein Problem für Carsten. So, Höfer. Was macht er? Da ist komplett genau. Der ist frei. Sie wollen in die UEFA Champions League. Und man spürt das auch bei jedem einzelnen Spieler, wie sehr sie das motiviert. Oh, Ampadu antizipiert da wieder gut. Ich bin da ganz ehrlich, den Club zu gönnen. Hier wird gut gearbeitet. Die haben das verdient. Oh, ja, die Abstimmung stimmt heute gar nicht. Guter Vorstoß da jetzt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. So, jetzt mal Almada. Raus auf Brekalo. Der jetzt auf Embolo. Der wartet, dass Almada wiederkommt. Ja, das ist zu... Florentino. Ah, das war jetzt mal gut gespielt. Und Embolo macht selber. Erster Abschuss gefährlicher vor der Halbzeit. Brekalo auf Embolo. Und der ist drinne. Der ist drinne, 1-0. Eckball. Ich glaube, es ist unser erstes Eckballtor, ne? Ja. Embolo, siebtes Saisontor, 44. Minute. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Jo, wir führen 1-0 durch einen glücklichen Eckball kurz vor der Halbzeit. Ansonsten ist es ein ausgeglichenes Spiel, keine Mannschaft irgendwie die Vorteile hat. Wir wechseln jetzt trotzdem. Lannes wird nämlich jetzt kommen. Brekalo. Jari Verschade. Ah. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Lannes. Akanzau. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Buschi. Oh, was sind das bitte für Pässe vom Florentino? Sorry. Das ist grauenhaft. Das kann ich mir nicht länger mit angucken. Der geht jetzt auch runter, habe ich keinen Bock mehr drauf, ehrlich. Vorsicht genießen. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Schuss! Was ist das denn? Ja, komm. Oh, Carsten, überragend. Überragend gehalten. Er geht in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Strafraum. So, Konzau. Was macht der jetzt draus? So, Brekalo startet, in den Rücken gespielt, aber Brekalo schnell. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Zieht ab! Da
Ah, schade. Klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt kann da was entstehen. Da kommt. Das haben wir schon häufiger gesehen. Ah, schade. Kreke kann da gut klären. Jetzt gerade eine Drucksituation auf unserer Seite. Oh, ja, Scharin. Rettet er noch was? Ja, Lannes kommt ran. Ah, da wollte ich gar nicht hinspielen. Ja, und dann... Hoslek, ja. Gute Gelegenheit. Jetzt nochmal Brekalo mit dem Eckball auf Yves Apardo, auf Rikik. Ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Aber Freiburg macht das auch richtig gut. Rikik. Alles gut aus, was den Einzug in die UEFA Champions League angeht. Und sie machen das ziemlich souverän und das wäre ja so wichtig für diesen Verein. Brekalo. Kann sich da Hoslek durchsetzen? Nein, kann er nicht. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Das könnte eine richtig gute Partie werden. Da, Rikik. Es war ein rüdes Foul. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt ist Freiburg wieder hier mit enormem Druck, aber der Ball geht jetzt aus. Das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Ich bräuchte zwar wieder ein bisschen Ballkontrolle und vor allen Dingen Ballbesitz, denn um hier mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, Höver. Brekalo könnte starten, macht er nicht. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Ah, Hoslek verliert da wieder den Ball. Ball fliegt. Ah, jetzt ist da ultra viel Freiraum. Ja. Also wie wir da so hoch stehen können, frage ich mich, wie das sein kann, dass wir da so komplett offen stehen. So, ja, Lannes müsste da jetzt mal hin. Lannes mit der Flanke auf Brekalo. Hier jetzt einen Wechsel geben. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Kübler. Ja, aber im Großen und Ganzen geht dieses Unentschieden auch in Ordnung. Es war hier keine Mannschaft irgendwie zwingend besser. So, das war jetzt immer gut von Akansau. Jetzt nochmal Brekalo. Wird denn da aber gedeckt? Hoslek könnte jetzt auf Yashirin spielen. Der ist jetzt nochmal frei vom Tor. Und er macht's nicht. So, jetzt nochmal Brekalo mit dem Eckball. Auf Yves Apardo. Pfosten. Und das dürfte es gewesen sein. Ja, am Ende ist dieses Unentschieden auch gerecht. Eins, eins am Ende. Kurzes Statement zu uns gekommen sind. Die Jungs waren müde, ja. Daraus werden wir lernen. Das ist ein verdientes Remis, sehe ich genauso. Ich danke Ihnen. So, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Ja, 69 Punkte, das heißt, wir bleiben auf jeden Fall Dritter. Dortmund wird Meister, weil Bayern am Ende nochmal schwächelt. Du bist ein Vorbild. Ja. Kann man schon sagen, wer abgestiegen ist? Gucken wir noch einmal schnell. Also international werden. Ja, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt. Da entscheidet sich noch, wer Champions League, wer Europa League spielt. Abgestiegen ist auf jeden Fall Düsseldorf und Hamburg und Augsburg kämpfen im Fernduell um den Relegationsplatz.
Ja. Das waren alle Entscheidungen in unserer Liga. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.